Howdy Leute, euer Miftaka hier und heute gibt es ein kurzes Statement von mir zum State of the Game, aber eigentlich eher um das Drumherum. Also ich wurde zwar gebeten, ein Statement dazu zu machen, hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr gemacht, aber es gibt was, was mich richtig wurmt, muss ich tatsächlich sagen. Das wurmt mich richtig und ich sage jetzt von vornherein, das Video wird sicherlich nicht jedem gefallen, aber das ist dann halt so, ich schwimme nicht mit dieser Welle mit. Jetzt, das Ding ist nämlich, Atzekross hat ein Video gemacht und aus jeder Ecke kommt jetzt wieder irgendein YouTuber, der eigentlich gar keinen Plan hat von Destiny, wie es aktuell im Status ist, sondern nur eins zu eins das nachredet. Und wenn man schon in seinen Videos immer sagt, ja, aber Atzekross hat gesagt, aber Atzekross hat gesagt, ey Leute, bitte, dann lass einfach sein. Weil wenn du, das sind wirklich ohne Witz, es sind Leute und ja, vielleicht können sie nichts dafür, vielleicht denken sie auch gar nicht darüber nach, aber das sind Leute, die eigentlich gar nicht wissen, was die Grundproblematiken in Destiny aktuell sind. Und da möchte ich jetzt heute mal eben kurz drauf eingehen. Punkt Nummer 1, in diesen Videos, in diesen Reaktionsvideos, wie auch immer, oder in Videos, die man darauf bezogen gemacht hat, geht es eigentlich 70% der Zeit darum, dass wir keine neue Ritualrüstung bekommen. Wow. Leute, wenn das euer Schwerpunkt ist, dann weiß ich nicht, welches Spiel ihr die letzten Jahre gespielt habt, aber nur weil Bungie jetzt sagt, sie bringen nicht jede Season eine neue Ritualrüstung, ey, wie kann man sich daran aufhängen? Ihr habt genug Ornamente. Das Einzige, klar, man kann sagen, okay, es kommen aber Eververse-Ornamente. Ja, natürlich. Ist doch logisch, Leute. Macht euch doch nichts vor. Ich weiß gar nicht, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Das ist doch logisch, dass die Geld verdienen wollen und dass sie uns die Eververse-Stores vollkloppen. Aber ihr habt ja genug andere Ornamente. Wenn man schon mit Ornamenten argumentiert, dann sollte man vielleicht mal sagen, dass Bungie mal für die Raids wenigstens mal vernünftige Rüstungsornamente rausbringt. Ja, sowas wie in Destiny 1, wo sie sich noch Mühe gegeben haben, ja. Und nicht den Kauderwelsch, den wir da in letzter Zeit bekommen haben. Ja, also zumindest das ist meine Meinung. Weil ich finde die Raid-Rüstung, ja klar, manchmal mögen sie vielleicht mit den wie im Schwur oder sowas, mit den beweglichen Elementen und sowas, mag vielleicht ganz cool sein, aber wo ist das Bling-Bling? Ja, wenn wir so ein Raid, dann wollen wir doch Bling-Bling haben. Also bitte, wenn, dann kommt doch mit sowas, weil die Ritual-Playlist, das ist Punkt Nummer 2, die spielt, gehen wir jetzt mal erstmal vom Veteranenstatus aus. Jemand, der jetzt neu ist oder Rückkehrer nach langer, langer Zeit, lassen wir jetzt mal eben außen vor. Aber erzählt mir doch nicht, dass irgendeiner von euch Veteranen noch sagt, ey, heute gehen wir die Strike-Playlist spielen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das will ich machen. Jetzt mal abgesehen vom PvP. PvP ist eine Playlist, die halt immer gespielt werden kann. Aber keiner, ich kenne keinen und ich kenne mittlerweile wirklich viele Leute, auch durch meine Community, da ist keiner, der sagt, oh, ich habe heute so Bock auf die Vorhut-Strike-Playlist. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 2, Gambit. Da wird sich drüber aufgeregt, oh, wir kriegen jetzt nur eine Map in Gambit, das ist auch noch eine alte, Gambit ist tot, die wollen das eigentlich, ey Leute, es bringt doch nichts, wenn man neue Maps bringt, aber der Spielmodus desaströs ist. Gambit ist, wie es ist, desaströs im Moment. Sei es das Munitionsmanagement, was von vorne bis hinten nicht passt, weil jeder Klaus da jetzt einfach mit Heavy rumläuft, invadet, dann geht er rüber und schießt den Boss auch noch runter mit Heavy, weil das Spiel voll mit Heavy ist. Ja, früher musstest du dir noch Gedanken machen, Heavy, okay, ey, Invader, alles klar, du machst Invader, du nimmst die Heavy, damit du ein paar Kills safe holen kannst, dann kommst du rüber. Müssen wir mal gucken, was wir für Loadouts spielen für die Bosse. Die Bosse haben zu wenig Leben für die Loadouts heutzutage, ja, für die Builds. Also das sind Probleme, die sind wirklich relevant, weil der Modus wird nicht besser, weil du eine neue Map kriegst. So, und da kommen wir wieder zu PvP, zu der anderen Ritual-Playlist. Jetzt wird sich darüber aufgeregt, es kommt eine neue Map. Und es kommt ein Modifier, der eigentlich vielleicht mal das bringen könnte, was sich eigentlich die meisten PvPler wünschen. Mehr Primary Gunfights, weniger Abilities. Da wird gar nicht drauf eingegangen. Da wird gar nicht drüber geredet. Och nein, da kommt wieder nur eine Map und die ist jetzt auch nicht so toll. Kommt keine neuen Maps. Leute, ich bin hier nicht pro Bungie. Ich kann das völlig verstehen, dass wir viel zu wenig Maps bekommen und dass es heutzutage jeder YouTuber, der irgendwie hobbymäßig irgendwie Map-Design macht oder sowas, der haut in einer Woche so eine symmetrische Map da auf den Tisch und gut ist. Aber das Grundproblem ist doch gerade nicht, dass wir da zu wenig Maps haben, sondern das Grundproblem ist, dass PvP in einem desaströsen Zustand ist. Wie kann man denn da den Schwerpunkt darauf legen, dass man eine neue Map haben will? Das macht das Spiel doch nicht besser. Ihr merkt schon, ich habe das Mikrofon schon ein bisschen, weil sowas macht mich wirklich wütend. Das macht mich wirklich wütend, weil das immer noch mein Main-Game ist, ja. Auch wenn ich es jetzt aktuell gerade auch auf Eis gelegt habe. Aber es ist mein Main-Game und ich will, dass ich das Spiel enjoyen kann. Und es macht es für mich nicht besser, wenn sie mir eine neue Map im PvP geben, aber der gleiche Scheiß einfach bleibt. So, und jetzt kommen sie und sagen, ey, wir wollen Modifier ausprobieren, wo ihr mehr Primary Gunfights habt und weniger mit Abilities und da wird gar nicht drauf eingegangen.
Nein, juckt ja gar nicht. Wir kriegen keine neue Strike-Playlist-Rüstung. Das ist doch hier gerade das, worum es geht in Destiny. Leute, bitte. Ey, da kann ich mich... Boah, ich kann mich darüber aufregen. Dann noch so andere Sachen. Es kommt ein Rotationsprinzip für die Exo-Mission. Da fragt sich jetzt keiner, ey, kriegen wir überhaupt noch vielleicht vernünftige Exo-Missionen? Weil sie ja dann auch gesagt haben, ja, sie wollen mehr auf dieses Selbsterkunden gehen von den Exo-Missionen. Kriegen wir wieder so ein Gedöns wie jetzt in dieser Season, ja, mit Season of the Deep, dass wir so eine Exo-Mission bekommen? Ist es das, was ihr wollt? Da redet auch kein Mensch drüber. Nein, das juckt alles gar nicht. Was juckt, sind die Ornamente. Leute, und wirklich, ey, da kann ich, das macht mich sauer. Wenn ich merke, da kommen Leute, die labern einem einfach was nach, obwohl die gar nicht mal verstehen, was die Grundprobleme aktuell in Destiny sind. Grundprobleme sind, was ich gerade angesprochen habe, plus, dass für die Core-Spieler fehlt einfach eine komplette Challenge. Wir haben keine Challenge mehr. Durch den Power-Creep ist jeder Spitzenreiter mittlerweile zu einem Witz geworden. Ja, du hast nichts mehr, wo du deine Core-Spieler mit ansprechen kannst, wo du sagen kannst, ey, geh da rein und schwitze den Arsch ab. Weil selbst wenn es dann schwierig werde, hast du immer noch keine Motivation, weil es gibt halt nichts dafür. Da sollten vielleicht mal Ornamente rein, da sollten vielleicht mal spezielle Rüstung für gebracht werden, für schwere Aktivitäten, um den Leuten auch mal den Anreiz zu geben, sich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auf den Hintern zu setzen. Nein, aber es wird nur darüber geredet, ey, wir kriegen nur eine neue Map und ey, die Gambit-Map ist eine neue alte. Uff. Ihr merkt schon, ich rede nicht nach der Masse, mir ist das wirklich egal. Ich kann viele Punkte nachvollziehen da, ja, von so einem wie Azekos, weil er weiß eigentlich, wie der Status des Spiels ist und der hat ja auch andere Videos gemacht. Aber wenn Leute Videos machen, aufgrund dessen und weil sie wissen, ja, Negativkritik klickt sich immer gut, mache ich einfach auch mal wieder. Jedes Jahr ein Destiny-Video, wo ich einfach auf Destiny schimpfe, boah, dann kriege ich wirklich zu viel. Weil die Leute einfach die Grundproblematik in diesem Spiel nicht verstanden haben und gar nicht wissen, wie schlecht das Spiel aktuell im Kern dasteht. Und da bringt es nichts, wenn du sagst, hier habt ihr neue Ornamente. Das bringt einfach null. Und der Punkt ist ja auch, wenn der neue Trailer kommt oder wenn der Showcase kommt am 22, das sind die Ersten, die sich da hinsetzen. Wow, Kate kommt zurück. Wow, Kate kommt zurück. Ey, boah. Leute, das Problem ist, ihr müsst einfach lernen in Destiny 2. Und das habe ich schon vor sehr, sehr langer Zeit gelernt. Ihr habt auch von mir noch nie... Wenn ich eine Trailer-Reaction gemacht habe, was ich meistens schon gar nicht mache, da habt ihr von mir noch nie gesehen, dass ich irgendwie überhyped war oder sowas. Weil die Jungs können das. Die Jungs können präsentieren. Aber man weiß es doch mittlerweile nach Jahren in Destiny. Und damit spreche ich wirklich die Leute an, die ja immer sagen, ja, ich spiele Destiny seit Tag 1 und jetzt habe ich es auch an Seite gelegt. Was völlig fein ist, so sage ich euch auch immer wieder. Wenn es euch gerade nicht gut geht mit dem Game, legt es an die Seite. Habe ich jetzt auch gemacht, ja? Habe ich jetzt auch gemacht. Aber der Punkt ist, ihr solltet einfach mal lernen, mit weniger Erwartung in so einen Trailer zu gehen. Ja? Und diese ganzen anderen, die kommen dann wieder und machen Videos und oh, das ist krass, das ist so krass. Und die Grundproblematik am Spiel hat sich nichts geändert. Und das macht mich wirklich, wirklich sauer, Leute. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade bezüglich des PvP-Aspekts fand ich den State of the Game tatsächlich eher positiv. Weil natürlich, was ein bisschen zu bedenken gibt, dass sie sagen, okay, unser PvP-Team konzentriert sich auf die Sandbox-Elemente in dem Spiel und nicht auf Maps. Das heißt, wir bekommen sehr selten neue Maps. Okay, das ist ein Punkt, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man da halt zu wenig Leute hat, dann muss man halt noch Leute einstellen. Ja, sehe ich absolut ein. Aber der Punkt ist doch, es geht doch darum, diesen Spielmodus irgendwo mal wieder viable zu machen und nicht zu sagen, wir geben euch jetzt 5 neue Maps pro Season, aber das Spiel bleibt einfach in dem Punkt einfach Katastrophe. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht versteht ihr mich da falsch, aber damit ich das Spiel enjoyen kann, brauche ich mehr als neue Maps. Und wie gesagt, ich habe in dem Video, wo ich State of the Game, wo wir es uns durchgelesen haben, alles, da habe ich schon viele Sachen auch negativ gesagt, was diese ganze Beweihräucherung angeht, von wegen Serverinstabilität und Cheater und so weiter, dass sie das alles eh nicht im Griff haben. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ey, diese Leute, die diese Videos machen und sich an diesem Punkt aufziehen, wir bekommen kein neues Ornament für die Ritual-Playlist, das macht mich wirklich sauer. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach Leute sind. Wenn man die Profile mal trackt, dann seht ihr, die spielen das Spiel vielleicht 20 Stunden im Jahr und wissen eigentlich gar nicht, wo das Problem ist. Hinzu kommt noch, dass die vielleicht nur 5 Stunden im PvP haben, jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber so gut wie nie im PvP waren und dann anfangen, sich darüber aufzuregen, dass nur eine PvP-Map kommt. Wenn jemand, der wirklich da jahrelang sich im PvP mit abrackert, dass der neue Maps haben will, kann ich völlig nachvollziehen. Aber der hat auch schon zigtausendmal vorher gesagt, was die Probleme im PvP sind.
So, das kommt nämlich hinzu, was die Probleme im PvP sind. Das haben diese Leute schon oft genug angesprochen. Aber wenn du auf einmal ein Video machst und sagst, ja, wir brauchen eine neue Map im PvP und eigentlich gar nicht weißt, wie scheiße PvP aktuell dasteht, in jeglicher Playlist, gerade auch was das Matchmaking angeht, dann spar's dir doch bitte. Wirklich, das ist meine Meinung dazu. So, mehr wollte ich auch gar nicht loswerden. Ich wollte jetzt auch nicht das State of the Game gut reden. Wie gesagt, jeder, der mein Video dazu gesehen hat, der hat gehört, da habe ich eigentlich nichts wirklich von gehypt oder sowas. Das Einzige, was ich gesagt habe, ich freue mich auf diesen Modifier, ja, über dieses, wo wir dann halt auf mehr, wo mehr Wert auf Primary Gunfights und weniger Wert auf Abilities gelegt wird und das vielleicht funktioniert und dann vielleicht auch etabliert wird im Competitive oder sowas. Da würde ich mich persönlich dann drauf freuen, ja, wenn es denn funktioniert. Aber ganz ehrlich, Leute, ich freue mich nicht, wenn man mir drei neue Maps gibt statt einer und das Spiel einfach trotzdem genau in dem desaströsen Zustand bleibt. Das ist im Endeffekt meine Kernaussage. Destiny hat völlig andere Probleme als Cosmetics. So. Und ja, ich weiß, man kann sich darüber aufregen, weil man sagt, ja, wir bezahlen das Spiel, ich will eine neue Ritual-Playlist. Irgendwo kann ich das aus Sicht von einem neuen Spieler oder von jemandem, der nicht durch, also der nicht irgendwie, keine Ahnung, von Anfang an durchgespielt hat, ja, kann ich es auch irgendwo nachvollziehen. Aber dann hat man eigentlich eh genug andere Ornamente, um die man sich kümmern kann. Aber die Veteranen, Leute, wir wissen doch eigentlich, dass das Grundproblem ein völlig anderes ist als ein Rüstungsornament für die Strike-Playlist. Oder, Leute? Also, ich weiß nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Bleibt aber bitte sachlich. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen lauter geworden, weil es einfach ein Thema war. Ich habe da jetzt so viele Videos gesehen und ich denke mir dann immer, boah, ey, pff. Wenn du schon selber in einem Video immer sagen musst, aber der hat gesagt, dann weiß ich nicht, Alter. Vielleicht einfach mal selber reingehen in das Spiel, mal richtig spielen und einfach mal verstehen vielleicht, was gerade die Probleme in Destiny sind, weil das sind nicht ein fehlendes Ornament. Ja, das ist meine Meinung. Und dass die Monetarisierung schlecht ist, ja, dass wir zu viel Monetarisierungsoptionen, wurde jetzt schon ewig lange drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Das sollte mittlerweile jeder wissen, ja, dass es mittlerweile so viel Monetarisierungsoptionen gibt in Hülle und Fülle, dass das natürlich völlig aus dem Fugen geraten ist, das wissen wir alle. Aber darum ging es nicht. Aber wenn du dich schon beziehst auf State of the Game, dann geh vielleicht auch mal auf die Punkte ein, die wirklich relevant sind. Und das ist sicherlich nicht ein fehlendes Rüstungsornament. Okay, Leute, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Ihr wisst, ich bin entspannt. Aber das war jetzt einfach ein Punkt, den wollte ich mal loswerden. Ich akzeptiere jede andere Meinung. Ja, ich finde es nur, also Leute, die halt nur nachsprechen, das muss ich immer sagen, das finde ich immer ein bisschen kritisch. Nur weil sie jetzt gesehen haben, ja, es klickt sich jetzt gerade gut bei einem. Ich mache das einfach auch mal bei mir. Ja, ist aber jedem seine eigene Entscheidung, ja, entweder man ist straight oder man ist halt, man rennt halt mit der Welle mit, vielleicht ist das auch deren Meinung, dann ist halt auch okay, aber es ist halt immer sehr auffällig, wenn das dann irgendwie nach einem Jahr auf einmal ein Video kommt, wo man dann mal eben schnell mit der Hate-Welle mitschwimmt, das habe ich damals schon bei Anthem nicht verstanden, irgendeiner fängt einen Shit-Train an für irgendeine Thematik, alle machen mit und dadurch hat man im Endeffekt auch das Spiel in Grund und Boden versinken lassen. Hätte vielleicht auch alles anders enden können. Ja? Vielleicht sollte man einfach mal wirklich sich mit den Thematiken beschäftigen, die das Game wirklich wieder in einen guten Zustand bringen würden. Und da sind es meiner Meinung nach aktuell nicht ein fehlendes Ornament für eine Playlist. Ja, Leute, wie gesagt, nehmt es mir hoffentlich nicht zu übel. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu seht. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich die Punkte gar nicht nachvollziehen kann. Ich kann sie zum Teil auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich denke einfach, das Kernproblem, gerade was die alteingesessenen Destiny haben, ist aktuell ein anderes als empfehlendes Ornament. Ja, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!